Auch am Tag danach kennt die Freude keine Grenzen. Auf dem Tahrirplatz feiern auch viele Frauen. Sie empfinden den Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi und seiner Muslimbrüder als Befreiung. Ich fühle mich sicher und glücklich. Das ist wieder mein Land. Es wurde uns genommen, jetzt haben wir es wieder. Wir wurden ungerecht behandelt und die Jugend auch. Ich stehe hier für Ägypten und für die Armee und ihren Chef al-Sisi. Er hat uns unterstützt, uns geholfen in der Krise. Wir sind alle Muslime. Er soll es künftig richten, zumindest übergangsweise. Adli Mansur, der Vorsitzende des Verfassungsgerichts, wird als neuer Präsident vereidigt. Ich freue mich darauf, Wahlen abzuhalten, die den wahren Willen der Bevölkerung widerspiegeln, ohne Arglist. Denn nur so können wir unsere Zukunft sichern. Seine Zukunft ist ungewiss. Die Armee soll den Chef der Muslimbrüder, Mohammed Badieh, verhaftet haben. Eine Führungsperson der Islamisten nach der anderen wird festgenommen. Die Muslimbrüder sprechen von einem Schlag gegen die Demokratie und sie rufen zu Protesten auf. Wir sagen es ganz deutlich. Wir weisen diesen Putsch des Militärs mit aller Entschiedenheit zurück. Er richtet sich gegen den Präsidenten, gegen die Verfassung und gegen den Staat. Gleichzeitig demonstriert das Militär seine Macht am Kairoer Abendhimmel. Jetzt geht es darum, das Land wieder zu einen. Eine schwierige Aufgabe selbst für das so mächtige Militär.